Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Radio Nord. Weiter geht's mit dem nächsten Callout. Heute haben wir billig kaufen, zweimal kaufen. Caesars Car Autohaus. 0440 Tageszeit an der 552 North Hills Street in North Hill. Mit dem Ansporn nun gegen den Waffenhandel in Los Sueños vorzugehen, hat das LSPD einen verdächtigen übrig. Gabepunkt in North Hills durchsucht, wobei mehrere Officers getötet wurden. Äußerste Vorsicht ist geboten. Okay, Seitengasse oder Straße? Ich nehme jetzt einfach mal die Seitengasse. Schauen wir uns kurz an, was hier auf uns wartet. Bringen Sie unseren Chaos Undercover Officer lokalisieren. Gefesselten und getöteten Undercover Officer Brian im Besprechungsraum lokalisiert. Und retten Sie alle Zivilisten. Alright, gather up. We've got a rapidly evolving situation and we don't have time to lose. Detectives from the Auto Theft Task Force were conducting a routine warrant service at Caesar's Cars in North Hills. Something went wrong, and now we've got officers down and a shootout in progress. This dealership has been watched for some time, and the owners are likely using it as a launch pad for the packaging and sale of illegal weaponry. The original intel was that a big deal was going down tonight. The cover blown, we need to get in and try and salvage as much evidence as we can. We've got no time to waste on this one. We've got two main entry and exit points on side one and side three. I want a team on each. Things have already escalated, so we're going in hot. We need to get things under control so that the trailers can get the casualties out of there. Do we have anybody on the inside? None of the raid team made it inside. We don't know what happened, but the cover was blown before they gained access. However, two detectives are working undercover in the dealership. One we know is now deceased. The other is still alive, but it's only a matter of time if we don't get in there and take control. Okay, we're a few minutes out. Are there any questions? No, sir. That's what I like to hear. We're walking into a shitstorm, people. Keep those communication lines open. I want to know what's going on at all times. Now, get ready to move. All right. Da wird uns nicht viel über den Einsatz eigentlich gesagt, außer dass es zwei Detective drin gibt. Einer ist tot, der andere könnte noch lebend sein. Und was mir jetzt wieder mal aufgefallen ist, eigentlich würde ich es noch cool finden, wenn schon hier in der Besprechung die Rede ist von zwei Teams an je einem Eingang. Wäre cool, wenn das irgendwie durch KI geregelt würde, hier in der Karriere. Dass man auch wirklich zwei Teams hat. Weil so ist manchmal ein bisschen, naja, ihr wisst schon. Miguel Ramirez ist ein Verdächtiger, Roberto Cassan ist ein skrupelloser und gerissiger Kerl, der sich um die finanziellen Bereiche des Unternehmens kümmert. Ramirez hat mehrfach im Gefängnis gesessen und sein hartes Auftreten und sein Strafregister haben ihm den Ruf eingebracht, jemand zu sein, mit dem man sich besser nicht anlegt. Und Roberto Rodriguez, das Aushängeschild der Autowerkstatt Caesars Cars, eines angesehenen Mitglieds der örtlichen Geschäftswelt. Er übernahm die Werkstatt im Jahr 2000, nachdem er sie seinen ehemaligen Arbeitgebern abgekauft hatte. Zivilisten Brian Greer. Brian Greer ist ein entschlossener Undercover-Agent, der für das Police Department von Los Sueños in der Rauschabteilung arbeitet. Ihm wurde von der Abteilung der Deckname Whitney zugewiesen, der von dem Verdächtigen schnell akzeptiert wurde. Mike Esperanza ist ein erfahrener Veteran des Police Department von Los Sueños und arbeitet als Senior Detective im Rauschgift-Dezernat. Für diesen Fall wurde ihm der Deckname Alejandro zugewiesen. Für ihn war es der erste Drogenfall seit langem. Und dann gibt es noch zwei Medienstaff und einen Notruf. Ein Überwachungsfoto aufgenommen von einem Aussichtspunkt auf der anderen Straßenseite des Autohauses. Man sieht wirklich sehr viel. Profile von Undercover-Agenten. Bilder der Agenten, die mit Caesars Cars zusammenarbeiten. Okay, müssen wir uns merken. 911, this call is being recorded. What's your emergency? Hi, yeah. You probably already know this, but there's a shootout happening outside Caesars Cars in North Hills.
I don't know what's happening, but cops are being shot. You need to get more people over here. Sir, I'm gonna need you to calm down for me, okay? Can you please tell me again what's happened? Someone inside the car shop is shooting cops. I don't know what's happened. I was just out walking my dog, and suddenly all hell broke loose. I see cops lying on the ground, and the others start shooting. You say the police are shooting? Well, they were getting shot at first from inside the car place. I don't know what's happening now. I booked it out of there, and I'm not planning on going back to check. No, stay away from the area, sir. The police are inbound, so please. I just moved into this neighborhood. God, I thought it would be okay up here. Sir, don't panic. Get to safety. The police are aware of what's going on and are inbound. Please do not go back. You said you live nearby, right? What? Yeah, I'm like a block from my house. Okay, great. As long as you can get there without going back the way you came, I go home and lock your doors. Everything's gonna be fine, okay? I can get home. Great. Stay safe, sir. Alright, gather up. Okay. Das, ja, liefert uns auch nicht unbedingt mehr Informationen. Ich würde sagen, ich rüste mal mein Team aus und dann sehen wir uns gleich vor Ort wieder. Talk to Element. Entry team, negotiations have fallen apart. Behind. Move to secure the premises. Suspects are highly volatile. Alright, da sind wir nun. Ich habe mein Team ausgestattet. Wir haben alle Nachtsichtgeräte mit dabei. Ein Shield. Ja, zwei Schilde. Eine Schrotflinte für die Tür zum Öffnen. Er hat hoffentlich den richtigen Granatenwerfer. Ich hoffe, ich hab's getauscht. Und ja, alles schön mit Schalldämpfer ausgerüstet und ER-Lasern und so weiter und so fort. Wir gehen da hinein. On my six. On you. Drüben ist das Autohaus. Oh shit. Also okay. Schauen wir mal langsam hier um die Ecke. Sieht vorerst safe aus. Aber das muss nichts heißen. Hier rechts haben wir einen Weg. Oder hier links rum. Drop your weapons! You walk away! Police, don't move! Drop your weapon! Hands up! Drop the weapon! Drop the weapon and drop it! Drop it and get down! Der hat mich schön erwischt. Get down on your knees, hands up! Okay. Secured ihn. Irgendjemand bitte? Okay, da ist die Tür offen. Okay, follow me, please. Okay, rechts ist halt auch noch ein Weg, ne, das ist halt doof. Ich glaube, wir gehen mal rechts rum. Eher. Es sind halt überall Scheiben. Sprich, man könnte uns sehen. Aber theoretisch hätte uns bisher niemand gehört, wenn der andere nicht geschossen hätte. Was leider der Fall ist.
seitdem die Map hier ja ein bisschen umgemodelt wurde, kenne ich die ehrlich gesagt gar nicht so gut. Okay, die Tür ist zu. Da sind Beine auf jeden Fall. Ich hoffe mal, der kann dann nicht irgendwie die Tür öffnen. So, das Rolltor. Ich würde das blaue Team mal da aufreihen. Split the door. Getting into place. Da weißt du was? Element. Split. In position. Locked. How do you want to do it? Eyes open. Unlock it. Using the multi-tool. Schmeiß eine Granate unten rein. Wenn's klappt, hoffentlich. Schmeiß die rein und sie sollen da rein gleich. Ich hoffe, oder warte kurz. Ich schau noch kurz unten durch. Zum Schauen, ob das genau gleich. Ja, nee. So halb geht's da rein. Dann würde ich sagen, öffnen mit Blendgranate. Aber erst, wenn ich das Go gebe. Ich schmeiß da unten eine Granate rein. Das war die falsche. Kann ich die wieder, Shit. Das war die falsche Granate. Kann ich die wieder pinnen? Sorry, ganz kurz. Wahrscheinlich geht's nicht, aber, Also mit den Granaten finde ich manchmal ein bisschen verwirrend, dass man da mehrere Granaten hat. Und man da wie durchschalten muss. Ah, sieht leider nicht so aus. Go, go, go! Get on the fucking ground! Police, get down on the ground! Police! Hands up, put your fucking hands up! Okay, so hat es geklappt. Move there, don't. LSPD, don't move! Und der ist da wirklich unten durchgekrochen. Crazy shit. Stay down and turn around. Hätte ich nicht erwartet. You win, amigo. Element to talk. We got a suspect here ready for trailers. Hätte ich echt nicht erwartet, dass das passiert, dass er hier unten durchkriecht. Lightstick. Okay, hier ist alles sauber, sagt ihr? Empty over here. Search and secure. Alright. Sonst irgendwelche Beweise oder so, die ich vielleicht sichern kann? Drogen im Auto versteckt? Geld? Auch nicht? Nee. Vielleicht das Geld? Police, hands up! Get down and keep your hands up! Get on the ground now! Get down! Down on your knees! Hands on your head! This is talk. Copy, EMTs and trailers are standing by. Got him. Talk. Got one down. Talk to entry team. Copy that, entry team. Proceed with mission. Okay. Provide support on me. Got your back. Ich wollte gerade schauen, ob ich das Geld hier sichern kann. Das ist Evidence, okay. Lead the talk. Collecting evidence. Die Tür ist zu. Warte kurz. Blue. Red team. Split and cover. Ready to go. Red. Und das rote Team hierhin. Put the stack on this door. Moving up. Und ich schaue mir die Tür an. Sind wir da gesichert? Down on your goddamn knees now! Gut. Das ist kein Kopf, ne? Fall in. On your six. Ich hab den nicht gesehen.
Hands up above your head! Granate heraus. Move in. Get down! I want to see hands! Let's go! Opening on the left. Get down, arms now! Police, get your hands up! Hands up! Drop to your knees! Let me see those hands! Police, get down! Hands up, do it now! On me. Behind you. Fuck, fuck, fuck. Von wo? All in behind me. On you. Okay. Red team. There, move. Moving out. I'm my six. We have a suspect down here. Need films ASAP. This is Talk. Was he some suspect, man? Clean house and we'll take them out. Is there anything down? Putting down a chem light. Lead to Talk. We have a suspect down here. Need Tim ASAP. Talk reporting. Roger that. Medical assistance is standing by. Wen habt ihr jetzt reported? Kann ich da runter durchschauen? Ah, so halb. I want to see hands! Police! Down on the ground! Get down on your knees! Is the suspect down? Put your hands up! Blue team. Open it. Down on the ground! Move! Hands up! Down on your knees! Police! Get down! Flash out! Opening on the right. Hands opening up on the now. Left. Put your hands up. Put your fucking put hands the up. Wait, hands on your head. Get now. Down on the ground. Up. Get on the ground now. Hands up. Now. Was ein Zivilist dazwischen? Hands up now. Talk to your knees. Hands up. Show me your hands up. Pump your head. Hands on your head. Move. Ah, da was ist hier gerade passiert? Making it safe. Talk reporting. Can you grab some here? Medical assistance. Eyes on over there. Affirmative. Blue. Red. Search and secure the area. Roger. Cuffs. Junge, Junge, was ist gerade hier passiert? Secure. I'll bag it. Suspect cuffed and secure. Making it good safe. Entry team to Talk. Element to Talk. Talk reporting. Okay, der ist gesichert. Got them all zipped up. Dropping a chem light. Safe. Crazy shit. Was da gerade passiert ist. Suspect ready to go. Evidence secure. Eyes on over there. That's affirmative. Chem light. Okay, den habt ihr auch gesichert. Sehr gut. Gehört das hier auch dazu? Nope. Okay, die beiden sind auch safe.
Provide support on me. Got point. All right. Schau da kurz unten durch. Private. Ich glaube, das ist schon das Innere des Autohauses. Da gehen wir noch nicht hinein. Da müssen wir erstmal die Tür stoppen. Door jam ready. Okay, mehrere Dinge habe ich schon. Okay. Ist auch eine Tür. Sieht vorerst safe aus. Schau mal kurz auf die Map, wo wir hier sind. Ah, gut. Und gar keine Karte davon. Du bist welches Team? Egal. There. On the way. Was machst du? There, go. Over there. On route. Move over there. Moving now. Leute. Stay on me. You got point. Ich hab gesagt, du sollst dich hierhin fokussieren. On the move. Focus on the door. Okay, der ist auch gesichert. Was macht der Typ? Fall in behind me. Right with you. What the fuck? Was machst du zum Teufel nochmal? Vollidiot. Okay, dann jam that door. Türstopp da. Blue team. Blaues Team. Post up and cover. Moving into place. Ready. Okay, door jam is ready. Locked. Blaues Team antreten. I got you. Ich schau da ganz kurz unten durch. Ich sehe zumindest gerade keinen Verdächtigen. Blaues Team ist schön. Pick the lock. Unlock it. Tür knacken. Rotes Team mitkommen. Behind you. Da vorne hat ja gerade einen und anderen wieder geschossen. Hands up, do it now! Fuck! Oh shit! Flash raus. Oh, von ganz hinten, von ganz hinten. Stay on me. You got point. Deploy shield. I'll save it. Nee, 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 nee. Throw a flashbang. Bang out. Evidence good to go. Von ganz irgendwo da hinten hat den Typen, hat unseren Kollegen hier abgeknallt. Talk. Officer down, repeat, officer down. Talk to entry team. Roger that. Continue with your mission. Ich weiß nicht, ob der down ist da drin. In dieser Zeit läuft es nicht so glatt. Geh doch nicht nach da vorne! Got him. Lead to talk. Contact down. Talk to entry team. Junge! Roger that, entry team. Tag him and keep moving. Trash Mist. Fuck, 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 fuck! Down on your knees, hands up! Put your fucking hands up! Meine Waffe war leer. Move and stay there. LSPD, don't move! Meine fucking Waffe war leer. Police, hands up! Move there, don't get up.
Schon hier hin. Move over there. I got cuffs. Phone call. Just text your lawyer. You'll be watching your back for a long to talk. Time. Suspect secure, ready for pickup. Move there. Talk to entry team. Copy that. Trailer's incoming. Ich wollte sagen, in letzter Zeit läuft es nicht so glatt mit unseren Kollegen. Aber sie sind auch manchmal ein bisschen ziemlich doof, ehrlich gesagt. Es tut mir leid, das zu sagen, aber bist du. Okay, sonst sieht es eigentlich hier gerade mal safe aus. Der Typ ist noch nicht gesaved. Okay, Evan secured. Enter and clear. Fuck. Come light out. Down on your knees. Nothing here, sir. Securing. Detain. Es läuft gar nicht gut. Ready. Ganz kurz. Flop with me. Oh shit! Ich dachte mir gerade noch so. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, das mitten im Raum zu tun. Shit. Ich wollte schauen, ob wir irgendwas schon fehlgeschlagen haben. Ja, gut. Wie gesagt, es läuft in letzter Zeit nicht so gut. Im Einsatz getötet Xavier Carter. Das Letzte, was sie wollen, ist, dass sie mit zu wenig Personal dastehen, vor allem wenn man die aktuelle Lage in der Stadt bedenkt. Shit. Ich frage mich, was passiert, wenn man nur noch alleine ist, also alle anderen tot sind in der Story. Detective Bailey, please call desk. Ist dann vielleicht die Kampagne einfach weg? I don't know. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Radio Not. Es lief leider nicht so gut. Es war eine doofe Entscheidung am Schluss von mir, da mitten im Raum den Einsatzplan zu checken. Naja, schade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Radio Not. Haut rein. Tschüss. So, are you ready?